Hey Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute reden wir mal über ein ernsteres Thema, nämlich Pay-to-Win in Videospielen. Ja, für einige Menschen da draußen ist Pay-to-Win in Videospielen wirklich ein extrem heikles Thema und entscheidet darüber, ob die ein Spiel spielen oder nicht. Unter anderem haben halt auch viele Leute einfach gar keinen Plan von Pay-to-Win und nennen Dinge Pay-to-Win, die gar kein Pay-to-Win sind. Und den Mindestabstand sehe ich hier auch nicht! Aber keine Sorge, dafür bin ich ja da und klär auf. Danke. Könnt auch mal ein Like da lassen, vielen Dank. Und schaut mal auf Twitch vorbei, mega geil, Follow da lassen, super, starten wir rein. Fangen wir nämlich an mit Spielen, die überhaupt kein Pay-to-Win sind und arbeiten uns dann zu Spielen, die wirklich Pay-to-Win sind, und wo ich auch euch erkläre, wo sich nicht Pay-to-Win-Spiele mit Pay-to-Win-Spiele unterscheiden. Und obendrauf kennen viele den Begriff Pay-to-Progress nicht, und das wird später auch ein richtig wichtiger Begriff. Aber starten wir erstmal mit Spielen rein, die kein Pay-to-Win sind. Und da wären wir auch bei einem richtig tollen Spiel, nämlich Counter-Strike. Ihr könnt natürlich eine ordentliche Menge an Geld da reincashen und euch neue Waffen craften oder aus irgendwelchen unnötigen Kackkisten, die ihr nie in eurem Leben öffnen solltet, unboxen. Ihr könntet rein theoretisch Multimilliardär sein und 1 Milliarde hier reincashen, aber am Ende bringt es euch gar nichts. Denn bei Counter-Strike GO könnt ihr einfach nur Skins freischalten für eure Waffen oder halt auch für eure Player-Modelle. Die Hitboxen, der Schaden oder sonstiges verändert sich dabei nicht, einfach nur stumpf das Aussehen. Zum Beispiel wäre das Spiel Dota 2 hier ein richtig, richtig gutes Beispiel für ein Spiel, was absolut, also wirklich null Pay-to-Win-Elemente in irgendeiner Art vorhanden hat. Denn hier könnt ihr euch auch nur für eure Spielercharaktere eben neue Kleidung kaufen, neue Waffen, aber die ändern auch wirklich nur das Aussehen, nicht den Schaden. Ihr habt dadurch keinerlei Vorteile, alles bleibt gleich wie bei jedem anderen Spieler auf der Welt, egal wie viele Stunden ihr in dieses Spiel rein investiert habt oder nicht. Ihr könnt ein paar neue Looks freischalten und mehr ändert sich da auch nicht. Das heißt, einfach nur rein kosmetischer Natur. Zum Beispiel habt ihr in Dota, by the way, auch von Anfang an alle Helden und müsst ihr euch nicht irgendwie freispielen. Grüße gehen da an LOL. Oder ihr müsst auch gar keine Helden in irgendeiner Art frei kaufen, das euch irgendwo wiederum Vorteile geben würde, wenn ihr einen Helden habt, der einen anderen Helden counterpickt, aber euer Gegner kann den nicht haben, weil er ihn eben noch nicht freigespielt hat. Und da ist Dota wirklich seinerzeit voraus, denn hier kann man von Anfang an direkt alle Helden haben. Dementsprechend gibt es hier keine Pay-to-Win-Elemente. Und auch keine Pay-to-Progress-Elemente und ebenso auch keine Pay-to-Comfort-Elemente. Allgemein Dinge, die nur reiner kosmetischer Natur sind, haben überhaupt nichts mit Pay-to-Win zu tun. An dieser Stelle waren das mal zwei Beispiele für euch anhand von Spielen, die in keinerlei und in keinster Art und Weise irgendwelche Pay-to-Progress, Pay-to-Win oder Pay-to-Comfort-Elemente haben. Aber nun gehen wir mal den Eisberg eine Stufe tiefer und gehen mal Richtung Pay-to-Comfort, was an sich auch nicht wirklich schlimm ist. Denn das einzige Schlimme hier auf der Liste und in diesem Video ist eben Pay-to-Win. Aber das finden wir dann ganz tief unten am Ende vom Eisberg. Aus diesem Grund ist auch Pay-to-Comfort nicht wirklich weit entfernt von Pay-to-Win und immer noch an der Oberfläche vom Eisberg. Ein richtig gutes Beispiel gebe ich hier mit Path of Exile. Das hat nämlich einige Pay-to-Comfort-Elemente, was aber auch in keinster Art und Weise Pay-to-Win ist. Aber ich stelle es euch mal vor. Das Spiel ist, by the way, free-to-play und ihr könnt es euch bei Steam runterladen. Ich habe das Spiel schon knapp 400 Stunden gespielt und ich denke, ich habe Ahnung, wovon ich spreche, wenn ich ein Spiel 400 Stunden gespielt habe und euch auch gleich aufkläre. Ich meine, in Path of Exile könnt ihr wirklich eine Menge Geld reinstecken. Als Beispiel, wenn ihr dieses ultra heftige, majestätische Dämonenset haben möchtet, dann könnt ihr gerne mal 400 Euro reincashen. Ja, das ist total übertrieben, aber klar, wer das möchte, der kann das natürlich gerne machen, gar kein Thema. Und by the way, es sind 400 Euro, aber wir reden hier immer noch nicht von Pay-to-Win, weil wir wissen, es ist alles nur rein kosmetischer Natur. Aber nun kommt ein Punkt, wo wirklich viele rumheulen würden und sagen, ja, jetzt ist aber Pay-to-Win, ey, andere haben einen Vorteil gegen mir über. Und genau, was ich euch gleich vorstellen werde, ist alles andere als Pay-to-Win. Denn im Path of Exile hat man eine Bank, den sogenannten Stash. Da kann jeder drauf, den hat am Anfang auch direkt jeder, ohne Levelbeschränkung, ihr könnt direkt rein. So, in einem normalen Stash habt ihr eben 4
Fächer frei. In diesen 4 Fächern könnt ihr euch halt entscheiden, wie ihr eure Gegenstände managt, wie ihr die reinräumt, wie ihr die sortiert, vor allem auch welche Gegenstände ihr hier einlagert und welche halt eben nicht. Und nun gibt es aber in Path of Exile die Möglichkeit, dass ihr für Echtgeld diese Bankfächer hier erweitern könnt. Diese Bankfächer könnt ihr aber auch nur für Echtgeld erweitern. Und nun würden einige wieder rumheulen und meinen, ich bin immer pay to win, Leute, die Geld in das Spiel reinstecken, die haben es praktisch einfacher und können hier mehr Sachen einlagern als ich, aber ich möchte halt kein Geld reinstecken. Aber ich sage dir, das hat nichts in keinster Art und Weise mit irgendeinem Pay-to-Win-Faktor zu tun. Das ist eine reine Pay-to-Comfort-Sache. Das heißt, Leute zahlen Geld, dass sie einen einfachen und bequemeren Komfort haben. Denn die Leute, die das eben kaufen und damit natürlich auch das Spiel unterstützen, weil, by the way, es ist Free-to-Play, also dementsprechend kostenlos, irgendwo muss ja das Geld für Personal, Entwicklung, Updates und selber Technik herkommen. Aber unabhängig davon, da kommt man nochmal später drauf zu sprechen, ja, die Leute haben es natürlich dann einfacher. Die müssen nicht entscheiden, ich habe hier gerade nur noch so 5 Dinger frei, ja, mache ich das vielleicht hier hin und verschiebe dann die beiden nach da und das hier vielleicht nach da, damit ich hier irgendeinen anderen Kram noch reinlegen kann. Ich weiß es nicht, aber eigentlich müsste ich ja diesen Gegenstand in mein Inventar legen und den hier auch, damit ich den hier irgendwie reinbekomme. Dann kann ich, versteht ihr, was ich meine? Dieses Überlegen, was ich hier gerade gemacht habe, sparen sich halt eben die Leute, die bereit sind, dem Spiel Geld zu geben. Dadurch kommen die Entwickler natürlich auch dem Spieler entgegen, dass man denen eben den Komfort bietet. Und du, der das halt eben nicht macht, muss überlegen, okay, welche Gegenstände nehme ich mit und welche mache ich eben nicht rein? Ich meine, ich habe das Spiel 300 Stunden gespielt, ohne irgendwie in irgendeiner Art dort Geld reinzustecken. Und ich bin mit meinen 4 Bankfächern immer klar gekommen, weil ich halt einfach überlegt habe, was nehme ich mit und was mache ich wie. Natürlich kann man es auch anderen Charakteren überhandeln, wäre dann wieder dementsprechend eine eigene Sache, die man machen müsste und sich dafür Zeit nimmt, eben kein Komfort. Und da verstehst du schon, worauf es hinausläuft. Die Leute, die eben da reincashen, sparen sich die Zeit, aber haben keinen direkten Vorteil gegenüber. Die sind nicht stärker, weil die mehr einlagern können, die sind nicht besser wie du und so weiter und so fort. Die haben einfach nur einen bequemeren Komfort. Und mehr ist das halt eben auch nicht. Am Ende ist es sogar für den ein oder anderen ein Nachteil, weil der seinen Stash mit Scheiße vollmüllt und dann einfach einen Ludolf-Stash hat, wo dann einfach alles messyhaft vermüllt wurde und du hast einen schön aufgeräumten, kompakten Stash, wo du dich zurechtfindest. So kann man das natürlich auch sehen. Ihr könnt also Path of Exile weiterhin spielen für 10.000 Stunden, ohne da überhaupt in irgendeiner Art einen einzigen Cent reinzustecken. Wobei ich mir überlegen würde, wenn ich ein Spiel 10.000 Stunden spiele, ob ich dann doch mal lieber nicht gönne. Aber das ist so eine andere Geschichte, vielleicht über die wir später reden sollten. Path of Exile ist alles andere als ein Pay-to-Win-Spiel und man kann es mit gutem Gewissen spielen. Die Entwickler machen viel für die Community und obendrauf kommt natürlich, dass es kein Pay-to-Win ist. Oh, der kann mehr Sachen einlagern als ich. Das ist total Pay-to-Win. Nun kommen wir zu einem relativ vielfältigen Punkt, nämlich Pay-to-Progress-Elementen. Bei einigen Leuten sind die ja relativ verrufen und die sehen direkt hinter Pay-to-Progress-Elementen Pay-to-Win, obwohl es überhaupt kein Pay-to-Win ist. Und hier ist auch ein wunderbares Paradebeispiel. Fly for Fun, also nicht Fly Project M, was mal kommt und mega geil wird, sondern das normale Fly for Fun. Ja, und das Spiel heißt nicht ohne Grund Fly for Fun, weil ihr fliegt halt und man kann halt eine Menge fliegen, eigentlich überall und Flugobjekte sind halt relativ wichtig und man kann sich natürlich auch für Echtgeld ein Flugobjekt kaufen, was halt deutlich schneller ist als meine Kackmühle, die ich hier gerade fliege. Bedeutet, ich komme einfach schneller an meine Ziele an. Ist aber kein Pay to Win, nämlich Pay to Progress. Ich spare Zeit, indem ich dem Spiel Geld gebe und komme schneller von A nach B. Deswegen bin ich aber immer im Kampf und nicht stärker wie andere, sondern ich brauche halt einfach ein paar Minuten oder ein paar Sekunden mehr, dass ich mein Ziel erreiche. Oder muss halt im Durchschnitt ein paar Minuten mehr in das Spiel täglich reinstecken wie andere, die eben dafür bezahlt haben, dass ich halt schneller von A nach B komme. Man muss aber auch sagen, man kann sich das Ganze erspielen oder ergrinden, indem man halt einfach genug Geld scheffelt und sich dann mit diesem Ingame-Geld, was man erspielt hat, sich eben diese Flugobjekte, die Leute für Echtgeld gekauft haben, denen einfach für Spielgeld abkauft. Das geht natürlich auch. Das heißt, ihr kommt nach wie vor an diese schnellen Flugobjekte, obwohl ihr nie Geld in dieses Spiel reingesteckt habt. Nur ihr braucht halt eben länger, dass ihr dieses Flugobjekt erfahren könnt mit Ingame-Geld. Müsst es aber eigentlich nicht wirklich machen, weil es eigentlich auch gar nicht notwendig ist für das Spiel. Die normalen Flugobjekte, die reichen an sich eigentlich schon. Es wäre halt hier wieder nur ein kleiner
Komfort. Genau das gleiche habt ihr in FLIVE auch mit Tieren. Wenn ihr zum Beispiel einen Gegner tötet, droppen diese Sachen auf den Boden, irgendwelche Gegenstände, die ihr gebrauchen könnt, und eure Tiere sammeln diese Gegenstände dann automatisch ein und ihr müsst die nicht extra aufheben. Das heißt, hier spart ihr auch wieder Zeit, aber ihr habt dadurch nicht wirklich Vorteile gegenüber anderen Leuten. Auch wie bei den Fluggeräten könnt ihr euch diese Tiere natürlich für echt Geld kaufen oder ihr grindet und farmt einfach Ingame-Geld und kauft das euch damit. Natürlich jemand, der echtes Geld dafür ausgibt, hat das Tier direkt und kann sich sein Ingame-Geld dementsprechend sparen. Ihr könnt euch aber auch sagen, nee, ich brauche das überhaupt nicht. Da scheißt ihr einfach drauf und spielt ohne das Tier. Am Ende müsst ihr das natürlich entscheiden, aber gegenüber anderen Spielern bringt euch das Tier keinen Vorteil. Das heißt, Autoloot ist alles andere als Pay-to-Win und schnelleres Laufen oder in dem Fall von FLIVE Fliegen ist unter Umständen Pay-to-Win, wenn das nicht nur für die Hauptwelt gilt, sondern eben auch für PvP, also Kämpfe gegen echte Spieler. Ihr könnt schneller laufen, weil ihr euch Gegenstände gekauft habt für Echtgeld, die es by the way auch so nicht wirklich im Spiel gibt oder die man halt wirklich, wirklich relativ schwer erspielen kann, ohne echtes Geld in das Spiel reinzugeben. Dann sprechen wir hier wirklich von Pay to Win, weil offensichtlich habt ihr ja mehr Vorteile im Kampf, also wirklich genau da, wo es drauf ankommt. Ihr kämpft gegen einen anderen Spieler und ihr gewinnt, weil ihr halt eben reingecashed habt. Und die Dinge, die ihr euch halt eben freigeschaltet habt durch das Reincachen, da kommt man dran, aber man braucht Ewigkeiten dafür, dass man daran überhaupt kommt. Zum Beispiel bei FLIVE, wäre das ein gutes Beispiel, bei FLIVE ist leider Pay to Win, da kann man sagen, was man möchte. Ich hoffe, Project M wird nicht Pay to Win werden, ich habe da ein gutes Gefühl dabei, aber das normale jetzige FLIVE ist Pay to Win. Wir hatten ja vorhin über FLIVE gesprochen und die dementsprechenden Flugobjekte, dass die ja nur Pay to Comfort werden. Leider hat aber FLIVE neben den Pay to Comfort Elementen auch Pay-to-Win-Elemente. Und leider hat hier FLIVE einige Pay-to-Win-Elemente, welche sich dann so massiv ansammeln, dass wir wirklich von einem Pay-to-Win-Spiel reden. Denn normale Leute, die jetzt kein Geld in das Spiel stecken, kommen wirklich im Vergleich zu Leuten, die Geld in das Spiel reinstecken, nur enorm langsam voran. Und ich gebe euch hier mal ein tolles Beispiel, nämlich es gibt in FLIVE die sogenannten QMs. Ein QM beschenkt euch für eine ordentliche Summe an Ingame-Geld oder Echtgeld für eine bestimmte angegebene Dauer mit 200% mehr Erfahrung. Aber das Krasse an den QMs, ihr könnt die ja aufeinanderlegen. Das heißt, ihr könnt 5 Stück maximal aufeinanderlegen. Also die meisten Leute machen das auch. Die kaufen sich dann 5 Stück, damit das sich dann wirklich lohnt. Und dann bekommt ihr 1000% mehr Erfahrung. Roundabout bedeutet das, dass ihr für einen Kill von einem Gegner das 10-fache an Erfahrung bekommt. Stellt euch also vor, ich brauche mit einem QM, also mit 5 aktiven QMs, brauche ich persönlich für ein Level Up eine Stunde. Dann bräuchte dementsprechend jemand ohne einen QM über 10 Stunden. Und genauso läuft das halt auch in FLIVE. Und das sind wirklich zu harte Unterschiede, die euch da gegeben werden, wenn ihr in das Spiel reincasht. Ich sag mal so, die absolute Schmerzgrenze wäre dabei 200. Ja, das wäre natürlich dann doppelt so schnell. Aber dann wären die Dinge auch nicht so viel wert. Die wären dann natürlich viel weniger wert. Ihr könntet die viel schneller erfahren, weil der Vorteil, den die euch geben, nicht derartig heftig sind. Aber dadurch, dass man die halt eben aufeinander stapeln kann und halt eben am Ende 1000 bekommt und sich das halt auch mehr lohnt, tendieren halt die meisten Leute direkt 5 zu kaufen als halt nur ein QM. Das versteht sich von alleine. Natürlich könnt ihr euch die Teile erspielen, aber die kosten halt Unmengen an Geld. Und die Gelder braucht ihr wiederum, damit ihr eure Rüstung hochpushen könnt und nicht 5 Jahre lang braucht für einen Gegner. Und da kommt nämlich der nächste Pay-to-Win-Faktor zu Spiel. Ihr könnt euch in FLIVE Gegenstände kaufen im Cash-Shop, die eure Attacke erhöhen, dass ihr mehr Damage macht. Also ihr könnt euch wirklich für Geld Damage kaufen, wenn das ja nur ein bisschen wäre, weiß ich nicht. Einfach mal 5% mehr Schaden oder 10% oder vielleicht ja sogar 20%. Dann wäre das in der offenen Spielwelt kein Problem. Dann könnt ihr halt ein paar Monster schneller töten und ihr levelt dadurch schnell, aber den Bonus, den ihr dadurch bekommen könnt, allein durch den Party-Buff, das ist ja sogar über das 5-fache an eurem Schaden. Und den Buff oder auch den Damage, den nehmt ihr nicht nur in die offene Welt mit, nee, den nehmt ihr auch in einen Raid, in einen Dungeon, in PvP oder in einen Guild War mit rein. Und das sind halt eben Dinge, die gehen überhaupt nicht klar und klassifizieren eben FLIVE als Pay-to-Win-Spiel, denn ihr könnt euch no joke mit Geld in diesem Spiel
alles kaufen. Und den Fortschritt, den eben Leute bekommen, die Geld in das Spiel reinstecken, im Vergleich zu normalen Leuten, der ist halt einfach viel zu riesig. Und da muss man halt differenzieren. Das war jetzt mal ein Extrembeispiel an Pay-to-Win. Doch sobald man halt eben in einem PvP-Match deutliche Vorteile hat, weil man Geld in das Spiel reinsteckt und dadurch eben Vorteile gegenüber den Gegnern hat, ist das Pay-to-Win. Und ich rede nicht von Vorteilen wie, ich habe eine bessere Gruppe wie du, bin allgemein besserer Spieler wie du und dadurch habe ich einfach besseres Equipment jetzt schon freigeschaltet oder ich habe mehr Zeit in das Spiel reingesteckt und deswegen gewinne ich, weil ich besseres Equipment habe. Das hat ja nichts mit Pay-to-Win zu tun, weil das habe ich mir selber erspielt, was mir das Spiel hergegeben hat. Das könntest rein theoretisch ja auch du dir selber erspielen, wenn du halt eben mehr Zeit in das Spiel stecken würdest. Das hat aber überhaupt nichts damit zu tun, dass ich irgendwie Geld oder was weiß ich da reingesteckt habe. Das habe ich mir ja alles erspielt und ich habe gegen dich gewonnen, weil ich halt eben mehr spiele wie du. Dann hat das nichts in keinster Art und Weise mit Pay-to-Win zu tun. Wenn ich aber deutlich mehr spiele wie du und du genau das gleiche Equipment hast oder ein vergleichbares Equipment, weil du halt eben Geld in das Spiel reingesteckt hast, dann hat das was mit Pay-to-Win zu tun. Klar, man könnte jedes Spiel irgendwo als Pay-to-Win darstellen. In Counter-Strike GO kannst du dir für 50 Euro irgendwelche Russen mieten, die dich dann halt durchcarryen von Gold Nova 1 halt auf Doppel-AK. Ja, dann kommen dann irgendwelche Smurf-Russen und die carryen dich da durch. In World of Warcraft kann man sich halt Gold kaufen auf irgendwelchen Seiten. Das klappt jetzt schon seit 15 Jahren. Das wird auch weiterhin klappen. Man könnte rein theoretisch auch sagen, Path of Exile ist Pay-to-Win, weil man kann sich ja in Path of Exile Geld kaufen über Drittanbieter, hat aber nichts mit den eigentlichen Spieleentwicklern zu tun. Das ist genauso, wenn ich sage, boah, ich spiele Path of Exile 15 Stunden am Tag, ich habe so viel Gold rumliegen, warum verkaufe ich das nicht für Echtgeld und du kaufst praktisch bei mir ein. Das nennt man Goldkauf. Aber der Goldkauf geschieht ja nicht über die Spieleentwickler oder über die Firma von den Spieleentwicklern, sondern einfach über irgendwelche random Personen. Also hat das an sich auch nichts mit Pay-to-Win zu tun, weil wie gesagt, dann wäre ja alles irgendwo Pay-to-Win. Ach, man kann sich in Counter-Strike carryen lassen. Ach, okay, ich habe einen höheren Rang, weil ich Geld geblecht habe an irgendwelche random Russen. Ach, wenn ihr aber in einem Spiel nur etwas schneller laufen könnt oder euch schneller teleportieren könnt oder halt eben kleine Kosten spart. Zum Beispiel bei Final Fantasy gibt es ja Teleportkosten. Die sind wirklich nicht der Rede wert und die habt ihr in ein paar Minuten wieder drin. Und nehmen wir mal an, man könnte sich diese Teleportkosten ersparen, indem man halt eben Echtgeld dafür cached, dann ist das kein Pay-to-Win. Man würde dann nur sagen, ja, aber Leute, die Echtgeld in das Teleportieren reinstecken, die können praktisch ohne ihr Geld im Spiel zu investieren möchten, die können dann teleportieren und sparen sich ja praktisch Geld. Ja klar, hast du mit der Aussage an sich irgendwo recht. Wenn man sich aber mal die Aussage genauer anschaut, bezogen eben auf das Fallbeispiel, hast du eben nämlich kein Recht. Denn ich kaufe ja kein Haus oder ich gebe ja auch kein Geld für ein Haus, sondern ich kaufe mir einen Apfel. Und ich glaube, ich muss dir nicht erklären, dass der Unterschied zwischen einem Apfel und einem Haus, was die Summe vom Geld her angeht, riesen Unterschiede hergibt. Und genauso könnt ihr euch das halt eben auch beim Teleportieren vorstellen. Der Teleport, nehmen wir mal an, er wäre kostenpflichtig, wäre praktisch ein Apfel und kein Haus. Und dementsprechend brauche ich mich darüber auch nicht aufregen, weil Äpfel kann ich auch draußen pflücken. Oh, an die komme ich relativ schnell. Die liegen überall im Supermarkt rum, die sind auch nicht wirklich teuer. Drehen wir aber mal das Beispiel um und denken, vielleicht wäre der Teleport ja teuer wie ein Haus und nicht wie ein Apfel, dann würden einige Schlangen an Spielern vor diesem Teleportstein stehen und sich denken, ui, das war ganz schön teuer. Jetzt muss ich wirklich überlegen, ob ich da den Teleport verwende oder ob ich da lieber eine Stunde laufe. Tschüss, Bruder. Eine Stunde laufen oder innerhalb von 5 Sekunden teleportieren, das sind halt riesige Unterschiede. Und es sind auch riesige Unterschiede, ob ihr einen Apfel kauft oder ob ihr euch ein Haus kauft. Das muss ich euch, glaube ich, auch nicht mehr erklären. Von daher kann man da nicht pauschal davon sprechen, Teleportkosten, das ist Pay-to-Win, die anderen sparen Geld und ich nicht. Man sollte halt nicht darauf losfeuern und sehen, ich muss dafür Geld ausgeben und die anderen können es for free machen und deswegen ist das Spiel voll size und es ist pay to win, sondern man sollte mal um die Ecke denken und sich mal hinterfragen, wie sehr haben denn eigentlich die Leute, die extra dafür Geld blechen, Vorteile mir gegenüber und wie viel müsste ich machen, dass ich genau das gleiche bekomme wie die, die gerade Geld dafür ausgeben. Einige Handyspiele haben zum Beispiel die Möglichkeit, dass ihr, wenn ihr sterben solltet, weil ihr reingeschissen habt, Betonung, weil ihr reingeschissen habt,
euch ein neues Leben zu erkaufen. Bedeutet, ihr könnt mit eurem Spielstand, mit euren Punkten genau an der Stelle weitermachen, wo ihr halt gerade gestorben seid. Ja, natürlich braucht ihr das aber nicht. Ihr müsst das nicht unbedingt machen. Und da heulen auch schon einige Leute rum, das ist ja voll pay to win, weil jemand, der gestorben ist, der kann sich halt direkt neu kaufen und ich, der halt kein Geld ausgeben möchte für das Spiel, der hat halt Pech gehabt. Ja, du hast Pech gehabt, weil du hast reingeschissen, ist doch klar. Wenn du zu schlecht für das Spiel bist oder praktisch einen Fehler gemacht hast, der ist nicht unfair vom Spiel provoziert wurde. Ich meine, Imagine einfach bei Dark Souls den zweiten Versuch bekommen. Digga, da würde ich direkt boykottieren. Ist völlig klar. Aber wenn ihr so ein gammeliges AFB-Plattformer Jump-and-Run-Cringe-Ding spielt und auf einmal könnt ihr euch halt weiterentwickeln oder ihr könnt praktisch weiterspielen, indem ihr euch halt belebt. Klar, die Dinger werden am Ende total unfair und richtig schnell und man muss halt praktisch Meteorania-like grinden. Aber ja, so laufen die Spiele halt. Und wenn man sich dann praktisch das neue Leben kauft, ja, dann 300 Meter später kackt man direkt wieder rein. Und man kann sich in der Regel auch diese Leben relativ einfach erfarmen. Ist ja nicht irgendwie der beste Gegenstand im Spiel. So, für gewöhnlich bekommt ihr diese Gegenstände, wenn ihr ein paar Runden dieses Spiel spielt. Und dann könnt ihr euch halt entscheiden, ja, kaufe ich mir lieber ein Upgrade oder belebe ich mich. Und auch wenn ihr euch an der Stelle falsch entscheidet, weil ihr euch für das Upgrade entscheidet, das wäre vielleicht schlauer gewesen, euch das Leben zu kaufen, könnt ihr es ja relativ schnell innerhalb von ein paar Minuten wieder erspielen. Und dementsprechend habt ihr dadurch keinen direkten Nachteil gegenüber anderen Leuten. Vor allem, weil halt eben alles in einem Singleplayer-Rahmen bewegt. Und da spielt ihr ja praktisch eh nur für euch und nicht mit anderen oder für andere. Und zum Finale gibt es da halt noch ein paar kleine schwere Nöter, die reihen sich halt zwischen Pay-to-Win und Free-to-Play ein. Das wären dann halt eben Dinge, welche ihr sofort und ohne großartige Mühe, ohne irgendeinen Grind ganz casual auf die Hand bekommt, wenn ihr Geld reinsteckt. Dementsprechend Helden, irgendwelche besonderen Spieler oder Agenten. Nehmen wir mal an, es gibt da so ein ranziges Spiel. Nehmen wir das ranzige Spiel mal Cleaver 21. So, Cleaver 21 ist ein Fußballspiel und in diesem verranzten Spiel könnt ihr noch verranztere Booster-Packs kaufen und in diesen total verranzten Booster-Packs könnt ihr praktisch neue Spieler bekommen. Diese Spieler, die könnt ihr natürlich auch frei spielen, wenn ihr das Spiel normal spielt, aber hier kommt der Punkt und da muss man eben genau darauf achten und am Ende entscheiden, ist das Pay-to-Win oder nicht. Denn wie lang braucht denn ein normaler Spieler, dass er diese Booster-Packs kaufen kann, worin sich dann noch mal diese Spieler befinden. Also wie lange braucht jemand Normales, der kein Geld darin reinsteckt, um diese Spieler halt eben freizuschalten? Denn wenn die Zeit sich dafür drastisch unterscheidet im Vergleich zu der, wenn ich direkt Geld reinflöten lasse, dann ist es meiner Meinung nach Pay-to-Win. Es kommt halt immer darauf an. Deswegen kann man das jetzt nicht an der Stelle so leicht pauschalisieren. Es kommt immer auf das Spiel darauf an und auf den in Anführungsstrichen Service, den das Spiel bietet. Und wenn man damit wirklich Tage oder Wochen an Arbeit überspringen kann, wenn man da zum Beispiel nicht rein casht, dann wird das Ganze schon wieder ein bisschen kritisch. Deswegen darf man ja auch nicht nur eindimensional denken, sondern man muss auch mal um die Ecke denken und sich das genauer anschauen und dann sein Urteil fällen und nicht direkt losragen und sagen, ich hab voll Pay-to-Win, weil man da mal was Pay-to-Win-ähnliches erkennt. Sondern man sollte sich, wie gesagt, genauer anschauen und dann das Gesamtbild bewerten. Wie viele Pay-to-Win-Elemente hat denn das Spiel? Wie heftig ist denn der Zeitaufwand, den man braucht im Vergleich zu Leuten, die darin Geld reinstecken? Was können dann andere Leute mehr wie ich und danach darf man erst ein Urteil fällen, weil alles andere ist meiner Meinung nach dem Spiel, den Entwicklern und den Mitarbeitern gegenüber unfair. Zum Schluss muss ich aber auf jeden Fall eine Sache noch erwähnen, für die ich vielleicht irgendwann mal auch nochmal ein eigenes Video mache, weil erstmal vielen Dank, dass du dir das Video überhaupt so weit angeschaut hast. Bei den ganzen Eintagsfliegen heutzutage ist das keine Verständlichkeit. Ich bin dir mega dankbar für deine Treue, für deinen Support und natürlich, dass du mir auch zugehört hast. Das hat man nicht jeden Tag, dass einem richtig zugehört wird. Vielen Dank dafür, finde ich mega stabil von dir. Und zum Finale klären wir natürlich noch die Frage, warum gibt es denn eben solche Elemente in Free-to-Play-Spielen oder auch allgemein in Spielen, wo man auch Geld reincasht? Naja, irgendwie muss man ja entlohnt werden. Irgendwie muss sich das Ganze ja bezahlt machen. Die hocken ja nicht nur vor ihrem Computer und schaukeln die Eier. Gut, vielleicht manche, aber viele halt eben nicht. Vor allem bei Indie-Entwicklern oder wo auch immer, wo sich halt Spiele eben weiterentwickeln. Das sind Leute, die hocken sich davor, haben irgendwelche Excel-Tabellen im Hintergrund offen, vergleichen einfach Werte, wie Spiele auf bestimmte Dinge reagieren, die neu im Spiel implementiert werden, haben Community-Manager, die sich den ganzen Tag damit beschäftigen, was gefällt der Community und was gefällt eben nicht der Community und das alleine ist schon ein Riesenaufwand an Arbeit. Da nennt man ja nicht umsonst Community-Manager, wo Stellen verschrieben werden, wo ihr auch einen Lohn dafür bekommt, nennt sich ja auch umsonst nicht Developer, wo sich halt irgendwelche Programmierer, eben die Developer, davor hocken und neue Dinge entwickeln für die Spielergemeinschaft. Alleine das ist ja schon ein Nervenaufreiben,
nervtreibender Akt, im Büro zu hocken und da irgendwelche Dinge zu programmieren, die Feinschliffe zu machen, 3D-Modelle zu erstellen und was weiß ich für ein Kram. Nebenher gibt es natürlich noch Leute, die Support bieten, ob Telefonsupport, E-Mail-Support oder der normale Chat-Support, wo man dann eben einen Mitarbeiter bekommt oder eine Mitarbeiterin, wo man dann eben Probleme hat und darüber spricht. Das ist ja alles Arbeit und irgendwie muss die Arbeit ja auch in irgendeiner Art gewürdigt und entlohnt werden. Und dementsprechend werdet ihr nie Free-to-Play-Spiele finden, die gar nichts an irgendeiner Art kaufbaren Content für euch anbieten. Aber unabhängig davon müssen diese Leute entlohnt werden, weil die arbeiten und Arbeit wird entlohnt. Klare Sache, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Und die können halt nur entlohnt werden oder mehr Geld bekommen, wenn die solche Inhalte anbieten. Natürlich, manche übertreiben halt deutlich, wie zum Beispiel Flive, die übertreiben komplett. Also das ist schon wirklich eine Frechheit, was da abgeht. Und nicht nur Flive, es gibt auch verschiedene andere Free-to-Play-Spiele, die halt eben solche kranken Pay-to-Win-Modelle anbieten oder halt nicht komplett Pay-to-Win sind, aber überwiegend Pay-to-Win, was sie dann wieder zu Pay-to-Win-Spielen macht. Aber leider wird halt viel unnötig rumgeheult. Dann hat man mal ein gutes Spiel, welches 100 Dinge richtig macht und eine Sache macht es falsch. In einer Sache ist es Pay-to-Win, in 100 anderen ist es komplett Free-to-Play und dann wird halt wieder komplett rumgeheult, das Spiel wird runtergemacht und es ist doch ein dummes, blödes Pay-to-Win-Spiel. Oder auch Spiele, die überhaupt gar keine Pay-to-Win-Elemente haben, sondern eher nur Pay-to-Progress-Elemente oder Pay-to-Comfort-Elemente, die sich völlig im grünen Bereich bewegen. Selbst bei solchen Spielen wird rumgeholt. Ich meine, Leute, es gibt einfach Menschen, die denken, Path of Exile wäre Pay-to-Win aufgrund von dem Stash-Prinzip, was ich euch am Anfang vom Video erklärt habe. Und denen kann man einfach nicht mehr helfen. Die sind wirklich im Glauben, das Spiel wäre Pay-to-Win. Naja, vielleicht kann man den einen und die andere noch retten, genau mit eben so einem Video, wo man halt eben mal differenziert darüber spricht, was denn eigentlich Pay-to-Win ist und was kein Pay-to-Win ist. Gleich kommt mir auch ein paar Leute in die Kommentare und sagen, ja, aber Winnie, Pay-to-Win, das ist so eine individuelle Sache. So, das kannst du nicht pauschalisieren und du kannst halt auch nicht sagen, dass man das halt eben objektiv betrachten kann, weil es ist halt eine reine subjektive Sache. Wenn wir uns aber dauernd in dieser AFB-Twitter-Komfort-Bubble befinden, wo wir alles ja als subjektiv und eigene Meinung und Individualität betrachten, dann kommen wir nie weiter, denn dann streiten wir uns dauernd über die gleichen Dinge und es wird dauernd über die gleichen Dinge gestritten. Person A denkt, Path of Exile wäre Pay to Win und Person B sagt, nee Digga, Path of Exile ist eben nicht Pay to Win. Und schon kommt die Mortal Kombat Hintergrundmusik und die beiden beefen sich. Und dann gibt es einen Twitter-Beef und dann wird auf Twitter rumgecringed, dann wird da rumgecringed, dann wird noch mehr gecringed und am Ende cringen halt einfach alle rum und man hat einen riesen Beef, alle sind irgendwie abgefuckt, genervt und da haben dann Probleme miteinander, eben wegen so einer Diskussion. Und daher muss meiner Meinung nach bei Spielen, vor allem bei Pay-to-Win, Free-to-Play-Modellen, eine klare und vor allem einheitliche Definition gelten, was denn eigentlich Free-to-Play ist oder nicht. Klar, ist auf jeden Fall ein utopischer Gedanke und das wird wahrscheinlich auch nie so passieren, aber man kann ja in eine positivere Richtung arbeiten, wo sich die Leute nicht flamen und noch mit dem Irrglauben herumlaufen würden, dass Path of Exile oder Spiel A oder B Pay-to-Win wären, wenn die gar nicht Pay-to-Win sind. Allein das hilft ja schon, fördert die Gaming-Community, damit es weniger untereinander oder miteinander Beef gibt und das ist doch schon mal der richtige Schritt in die richtige Richtung. Und was mich persönlich an der ganzen Geschichte am allermeisten triggert und das auch der Beweggrund war, weshalb ich überhaupt dieses Video erstellt habe, ist einfach folgender Grund. Wenn ihr fälschlicherweise behauptet, ein Spiel wäre Pay-to-Win, entsteht dadurch ein indirekter Rufmord. Denn neue Leute, die das Spiel dann potenziell gespielt hätten, werden davon abgeschreckt. Die lesen dann von No-Name-User-Spacken5, oh ja, das Spiel ist total Pay-to-Win. Und schon denkt man sich, ja, damit fange ich vielleicht ja gar nicht an, weil das Spiel ist ja Pay-to-Win. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Warum soll ich überhaupt mir erst die Mühe machen, ein Pay-to-Win-Spiel zu spielen, wenn es so viele andere Spiele gibt? Und dadurch entstehen halt eben falsche Meinungen und dadurch werden potenzielle Spieler eben verkrault. Und dadurch werden weniger Einnahmen bei dem Spiel fälschlicherweise generiert, weil die Einnahmen hat das Spiel ja verdient, weil es eben kein Pay-to-Win-Spiel ist. Ich gebe euch mal ein relativ gutes Beispiel eben auf das echte Leben. Stellt euch vor, ihr und eure Freunde entwickelt wirklich einen richtig leckeren Döner. Dann denkt ihr euch, okay, yalla, wir gehen nach Frankfurt, machen dort eine Dönerbude auf und schon steht die Dönerbude. Konzept steht und ihr steht auch bereit zum Verkauf. Euer dritter, vielleicht auch vierter Kunde kommt und der Typ hat wirklich überhaupt keine Geschmacksnerven mehr, weil er so viel Blech geraucht hat oder weil er irgendein Dulli ist, was weiß ich, was mit dem Typen abgeht. Oder hat eben einen schlechten Tag gehabt oder wie viele Tausende von Gründen es auch immer noch dafür geben würde. Dann kauft ihr euren
Döner, denkt Sport, Digga, das schmeckt wie ein Pott Kacke. Geht auf Google, schreibt eine negative Bewertung, eure allererste Bewertung und schon habt ihr nur einen Stern, wo irgendein Typ irgendeinen Scheiß schreibt und schon habt ihr ein Problem, weil das schreckt potenzielle Kunden ab. Oh, eine neue Dönerbude, die hat aufgemacht. Ah, Brudi, nur ein Stern. Manchmal übersieht man dann auch, dass es wirklich nur ein Dulli geschrieben hat, aber genau das gleiche könnt ihr auch bei Spielen vergleichen. Also eben der Vergleich von der Dönerbude, die eigentlich gut ist, aber als schlecht dargestellt wird, hin zu Spielen, die nicht pay to win sind und deswegen nicht gespielt werden, obwohl die gar nicht pay to win sind oder sehr wenige Elemente davon haben. Und wenn man das eben halt als komplettes Werk betrachtet, geht es relativ fit. Aber viele Leute lassen sich halt schon direkt abschrecken von Anfang an. Die sehen, ah ja, pay to win, brauche ich halt gar nicht reingucken. Ey, es ist doch pay to win. Und schon bekommt ein relativ gutes Spiel weniger Aufmerksamkeit, gerät in eine falsche Nische rein, wo es eigentlich gar nicht reingehört. Und ich finde das relativ schade und auch irgendwo respektlos gegenüber den Menschen, die das Spiel gemacht haben, weitermachen werden und dafür arbeiten. Und vielleicht konnte ich euch dann mit dem Video zum Nachdenken befördern. Keine Ahnung, vielleicht habt ihr auch noch die gleiche Meinung, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht wussten ja auch einige nicht, ja, es gibt Pay to Win, es gibt Pay to Comfort, es gibt Pay to Brokers und die unterscheiden sich hier auch nochmal irgendwie miteinander und voneinander und das eine darf man nicht so streng sehen wie das andere, weil das eine ist ein Apfel und das andere ist ein Haus, ihr wisst Bescheid. Und dementsprechend verabschiede ich mich. Vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr das Video komplett zu Ende ohne Vorzuspulen angeschaut hast. Kuss geht an der Stelle raus, genau an die Leute, die es gemacht haben. Ansonsten schaut mal beim Twitch-Livestream vorbei. Wir würden uns auf jeden Fall auf dich freuen. Bis dahin, ich hab euch alle lieb und ich wünsche euch, dass es mir auch alle wünscht. Euer Reggie, haut da rein und tschüss.